Hilfst du mir mal beim Spiegel abhängen? Ja, klar. Und jetzt? Habt ihr Tücher? Laken oder so? Ich kann mal gucken, ob Mama welche da hat. Handtücher würden auch gehen. Hier, sowas, oder? Perfekt. Und warum hängen wir die Spiegel ab? Steht das in der Bibel? Nee, es steht nicht in der Bibel. Es ist ein alter Brauch. Man macht es, um sich von den Eitelkeiten zu befreien. Sich davon zu befreien, gesehen zu werden. Damit man einfach mal nur sein kann. An einem Tag, an dem man Abschied nimmt. Da ist noch eine. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, oder? Ich habe leider gar keine Ahnung von Tradition oder Religion oder so. Hattest du keine Konfirmation? Nein. Meine Eltern haben es zugelassen, dass ich sie absag. Was? Du hast deine Konfirmation abgesagt? Ja. Am Tag von der Konfirmation, es waren schon 150 Gäste geladen und dann... Das ist... Ja, das ist richtig beschissen. Nein, ich wollte sagen, das ist... Das ist verantwortungslose Elternschaft. Hey. Menschen machen Fehler und lernen daraus. Also aus der Position einer Außenstehenden, ich finde, dass deine Familie großartig ist. Und dein Bruder, der ist einfach unglaublich wundervoll. Ich könnte nicht glücklicher sein. Wow. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das jetzt gesagt habe. Ja, klar. Entschuldigung. Ich habe jetzt das Gefühl, dass du was nicht sagst, was du eigentlich sagen willst. Nee. Sag's ruhig. Ich glaube, dass mein Bruder ein ziemlich gestörtes Verhältnis zu Frauen hat. Und es gab viele Frauen. Ja, das... Ich würde jetzt nicht sagen, dass er sexsüchtig ist oder liebessüchtig. Ja, liebessüchtig. Vielleicht ist er liebessüchtig. Danke. Thank you.